Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten PUBG-Tutorial. Es geht hierbei um grundlegende Dinge. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich krieg überhaupt gar nichts gebacken bei PUBG, wie, was und warum kann ich da machen? Das wirklich Wichtigste bei PUBG ist, dass man sich gut umschaut. Das machen einfach so unglaublich viele nicht richtig. Sie werden so schnell oder so oft überrascht. Da wird dann von Luck gesprochen und ja gut, das konnte ich ja nicht wissen, dass da einer kommt. Aber man kann es meistens eben doch wissen, beziehungsweise hervorsehen, ob da was kommt oder nicht. Natürlich kann man alleine schon beim Landen sehr gut schauen, wo eben die Gegner runtergehen. Zum Beispiel weiß ich, dass hier einer ganz close ist bei mir. Da, ich höre ihn. Er ist wahrscheinlich oben in dem Haus. Das Hören ist hier halt auch extrem wichtig, aber ich sehe ihn jetzt auch da oben stehen. Und dann ist die Frage, was man macht. Man muss dabei bedenken, hier ist auch ein Balkon. Das heißt, er kann auch einfach auf den Balkon gehen und von oben runterspringen oder mich abknallen. Und da kommt er schon. Tja, das war ziemlich easy, weil ich natürlich auch hören konnte, dass er da kommt. Ich konnte, als ich auf ihn gewartet habe, auch ein Auto hören. Das heißt, hier ist jemand ganz nah und könnte mich möglicherweise umschniedeln. Vielleicht hört er mich sogar in dem Moment hier drin rumstapfen. Was aber alles gar nicht so tragisch ist. Ich habe meine Haustür zugemacht. Das heißt, er kann nicht einfach reinkommen und mich umnatzen. Und ich habe hier oben noch den Balkon offen. Das heißt, ich kann, bevor ich sowas mache wie der andere, was ja eigentlich keine schlechte Idee war, an den Balkon zu gehen und darunter zu springen. Man hätte halt davor schauen sollen, ob da nicht vielleicht was wartet da unten. Also einfach so. So kurz gucken und so kurz gucken, ein bisschen rumlurken. Das kann man auch aus den Fenstern rausmachen. Also da vorne bei Südost 150 war irgendwo eine Karre. Aber sie klang doch noch sehr weit weg, also man muss auch erstmal die Geräusche zu interpretieren lernen. Ich muss zugeben, dass es gar nicht so leicht ist hier bei PUBG, weil die Sachen oftmals deutlich näher klingen, als sie eigentlich sind. Also gerade Autos, es klingt so, als wenn ein Auto ultra nah wäre und dann guckst du und dann fährt es ewig weit von dir entfernt an dir vorbei. Das war für mich gerade am Anfang eine ziemlich schwierige Sache. Da ist einer gelaufen, habt ihr es gesehen, da vorne, bevor ich die Karte aufgemacht habe. Ich gucke trotzdem mal kurz, ich bin sehr nah an der Zone. Eine gute Sache ist natürlich, die Leute versuchen direkt zu holen, wenn sie close sind und ihr sie gesehen habt, aber sie euch scheinbar nicht gesehen haben, dann ist es immer eine gute Wahl, einfach hinzugehen. Wenn sie in einem Haus sind, ist es dann wieder was anderes. Aber wenn jemand wirklich outside ist, dann kann man da meistens ran. Er ist da drüben in dem Haus. Hätte ihn schlappen. So. Und schon ist er down. Bevor man irgendwas auch macht, also zum Beispiel Leute looten, sollte man sich einfach erstmal umschauen bzw. sich der Situation bewusst sein oder werden. Lauft erstmal ein bisschen rum, also jetzt zum Beispiel in einem Haus, wo ihr ja minimal geschützt seid. Klar, da kann jemand close am Fenster stehen und mich einfach sofort umpusten. Das ist möglich. Hab ich irgendwas gehört? Aber da er drin war und wir hier nicht im Team spielen, sondern solo, denke ich mir, dass hier niemand mehr drin ist. Also um das einfach nochmal zu wiederholen, ich weiß, das klingt jetzt so, ja natürlich, das weiß ich doch, gerade für alle Profis unter euch, aber es gibt dann einfach viele Leute, die mich anschreiben und sagen oder fragen, hey, oh, ich sterbe jedes Mal, das ist doch Kacke und sowas, ne, die dann sogar anfangen, das Spiel nicht zu mögen, weil sie ständig sterben. Bevor ihr irgendwas macht, ihr müsst echt Acht geben, auch gerne mal einen Weg mehr laufen und euch hinter ein paar Ecken umsehen. Da vorne ist einer, recht close, zwei Stück. Dann natürlich auch wieder ran, ne? Der hat den jetzt umgebracht. Ab einer gewissen Distanz vielleicht schleichen. So, der hat den umgebracht, das heißt, der lootet hier oder... Da ist er. Da drin, habt ihr ihn gesehen? Und... Na also. Und mit zunehmender Zeit in einem Areal steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da niemand mehr ist. Rucksack, jawohl, Weste. Der hat uns einfach alles gebracht. Guckt doch immer mal wieder in euer Inventar rein, gell? Nicht, dass ihr zu viel Scheiß mit euch führt. Das ist mega... Oh, Bombardement bei mir. Nach dem Bombardement muss ich zur Zone gehen. Aber bei mir stand ein Motorrad. Und so wie es klang, hat sich dann noch keiner geholt. Das heißt, wir haben dann gleich, ja, ein Motorrad. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, es ist noch da. Jawohl. Müsste eigentlich alles passen. Ich schaue mich hier auch wieder recht deutlich um. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich der Einzige jetzt in dem Areal bin, weil... Oh mein Gott, ein neuer Bombending kommt. Ah! Okay, da hinten ist einer. Fuck. Egal, da wird jetzt zerbombt, der Kerl. Alles klar. Höchstwahrscheinlich hat er selbst eine Karre und kann somit fliehen, recht schnell. Ich werde ganz kurz erstmal noch ein Stück drumherum fahren, um zu gucken, ob ich irgendeinen sehe. Oh, shit. Wow, 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 wow. Wir eskaliert direkt. Okay, gut. Ich lande grundsätzlich so. Die Tür da oben ist offen. Hier könnte was sein, aber ich muss mich jetzt heilen. Hier rein, schnelle Sicherung. Die Geschichte hier. Tür zu. Okay.
Gut. Das war ja eben wieder das optimale Beispiel. Also natürlich sind mit voranschreitender Zeit immer weniger Leute weit weg vom Weißen Kreis, aber man muss bedenken, wir waren hier und der Weiße Kreis war hier, also das ist, ja, doch sehr close. Da kann man dann doch eher davon ausgehen, dass die Leute gerade an dir vorbeifahren. Aber wenn man jetzt hier hinten gewesen wäre, dann ist da wahrscheinlich keiner mehr um diese Zeit. Und das war das perfekte Beispiel für die nächste Sache, und zwar, seid niemals unvorsichtig. Ich bin einfach schon wieder unvorsichtig geworden, weil ich dachte, es passt ja alles. Aber es hat eben nicht gepasst. Da ist mein Moped. Sehr gut, sehr gut. Es ist natürlich auch nicht ratsam, das grundsätzlich so zu parken. Aber so denken sie jetzt halt alle, wow, das war bestimmt ein Bad Mofo. Ich werde jetzt mal weitergehen. Da kommt ein Auto von links. Jetzt von vorne. Okay. So, wo fährt er denn hin? Er umkreist hier alles. Da hinten ist noch ein Auto und jemand, der läuft. Und da wird ordentlich geschossen. Natürlich kann bei so einem Walk wie jetzt hier bei mir, also über wirklich weite Flur, kann alles Mögliche passieren. Es hilft, wenn man die Umgebung gut im Auge hat. Vor allem, hört auf meine Worte, das Gras, das verschissene Gras. Ich bin so oft gestorben durch Leute, die einfach bei Bäumen im Gras liegen. Oder die an sich einfach im Gras liegen. Ich weiß nicht, wer sowas macht, wer sich ins Gras legt. Mir kommt das extrem unsicher vor. Wenn ich beschossen werde, dann, klar, lege ich mich irgendwo dahinter, aber nicht ins Gras. Voll viele legen sich ins Gras und man sieht es dann echt schlechter. Also es ist auch kein schlechter Tipp, sich ins Gras zu legen. Aber es ist schon eine Schweinerei. Also, wenn sich die Leute ins Gras legt. Und sogar noch nicht mal eine allzu kleine Schweinerei. Wenn man dann auf Gebäude zuläuft, so wie jetzt bei mir in dem Fall, muss man sich schon sehr rechtzeitig umgucken, also auf die Gebäude am besten zugucken. Und da man zu Fuß ist, nicht so lang zwischen den Gebäuden rumlaufen, weil aus Fenstern bist du ultraschnell genatzt. So, da kommt das Auto wieder vorbeigefahren. Hier war noch niemand drin, sehr gut. Und auch hier in Gebäuden, wo vielleicht jemand drin ist, macht die Türen lieber so seitlich auf, dass, falls jemand dann anfängt, da durchzufeuern, dass es euch nicht direkt trifft. Die Leute sind so perplex, wenn man halt nicht direkt tot umfällt, ne? Weil sie fangen dann an zu strugglen, so fuck, der ist da immer noch, die Tür ist offen, er kann mich sehen. Und da muss man einfach ran, dann. Wenn hier jetzt jemand drin wäre. Also ich habe schon sehr oft Leute so natzen können, weil ich dann auch ab einem gewissen Punkt einfach schnell reingegangen bin. Die wenigsten rechnen damit, dass jemand einfach in den Raum reinrennt und anfängt zu schießen. Die meisten versuchen sich dann so rumzulehnen und so wegzunatzen. Und das ist eine gute Methode, um Leute schnell umzumachen, indem man einfach reinpusht, weil sie in der Panik einfach nichts gerafft bekommen. Also mir fällt das auch schwer. Wenn mich wirklich jemand überrascht, beziehungsweise überrascht, dann bin ich erstmal platt. Ich gehe ein bisschen weiter, schaue erstmal nach hinten. Da könnten jetzt einige kommen. Von hinten. Könnt ihr jetzt, wenn ich gemein wäre, hier einfach warten, direkt am Rand, aber das ist für mich auch gleichzeitig eine Verschlimmerung meiner eigenen Situation, weil man dann selbst zum Nachzügler wird natürlich in der Zukunft oder in der zukünftigen Zone. Und dann hast du auch das Problem, dass die Leute, die nach dir kommen, die verspäteten Nachzügler sozusagen, aha, dass die dich dann ordentlich im Visier haben. Naja gut, ich muss jetzt dann nicht zwingend Erster werden, ist ja nur ein Tutorial, ne? Das Wichtigste ist gesagt, eigentlich, geht's jetzt an die Action. Baba. Ich muss natürlich auch ganz offen sagen, man kann selbst durch millionenfaches Umgucken und perfektes Spielen oder angehen, perfektes Spielen, niemals zu 100% immer grundsätzlich Erster werden. Ja, so ist es nicht. Es gibt immer Situationen, wo du einfach gefickt bist. Hier wird es zum Beispiel auch sehr kritisch, weil ich jetzt in den Buggy einsteigen muss. Möglicherweise bin ich stark in der Beobachtung und ich muss über die Brücke fahren. Also selbst wenn ich das Einsteigen schaffe, muss ich über die Brücke fahren, die jetzt dann da vorne kommt. Und auf der Brücke warten sie meistens alle. Man hört schon, da wird geschossen ohne Ende. Ich versuche jetzt trotzdem mein Glück, weil alles andere wäre jetzt langweilig, ne? Es muss jetzt schon ordentlich krachen. Entweder sterbe ich oder die. Der Tipp Nummer 1. Macht nie den Fehler, dass er so lange rumpimmelt. Und alles klar. Okay. Grübelt nie zu lange rum. Sucht nicht 4 Stunden nach Sachen und verreckt dann aber einfach. Das klingt jetzt irgendwie blöd. Ihr solltet jetzt nicht komplett mit einer Pfanne in den Krieg ziehen. Aber es ist 1000-mal bitterer, wenn ihr euch eine halbe Stunde lang aufbaut und dann sterbt. Wenn ihr aber hingegen einfach aggressiv reingeht, vielleicht ein paar Kills holt und dann sterbt, dann ist es irgendwie nicht so tragisch, es fühlt sich nicht schlimm an. So, Auto verstecken. Zack. Und da rein. Hoffentlich ist da noch niemand. Es könnte sein, dass oben jemand auf mich wartet. Okay, vielleicht doch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut laufen wird jetzt hier. Natürlich ist jedes Spiel grundsätzlich, ne? Kann alles passieren. Deswegen bin ich doch jetzt positiv überrascht. Oh, und ich habe sogar Zonenglück gehabt. Ah, nee. Doch, ja, doch, ich habe Zonenglück gehabt. Guck mal da. Das könnte sogar echt ein Chicken Dinner werden. Dabei wollte ich euch doch hier am Anfang nur sagen, dass ihr gut aufpassen müsst. Immer schön umsehen. Immer umsehen. Das sollte eigentlich so die Quintessenz von diesem ersten Tutorial sein. Umsehen und hinzu kommt umhören. Die Kills macht ihr letztendlich durch das Gehör dann. Ihr seht jemanden, geht hin, verliert währenddessen wahrscheinlich auch den Augenkontakt zu ihm und dann horcht ihr genau rein. Das Haus hier ist echt nice. Ich habe auf beiden Seiten, also vorne und hinten, jeweils oben im ersten Stock nochmal einen Ausgang auf dem Balkon, wo ich dann direkt runterspringen kann. Sowas kann wichtig sein. So, okay, jetzt bin ich nicht mehr in der Zone drin. Das ist immer so die Frage. Gehe ich jetzt hin und bin vielleicht der Erste? Krieg dann dabei einen Arsch geschossen? Warte ich kurz?
und gehe dann mittig hin, um mit den anderen mitzugehen, und da gehe ich ganz am Schluss. So, da oben ist jetzt eben einer gestorben, da oben am Berg ist direkt einer erschossen worden. Oh ne, da liegt der Ding. Ach du Scheiße. Leute, da liegt der Airdrop. Und da ist noch einer? Oder kann man roter Smoke schmeißen? Nee. Komm her, bra. Komm her. Ah! Geht nie an den Airdrop. Nee. Da kommt einer. Komm her. Unten ist noch einer. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Der hat mich gesehen. Oh, der ist tot. Ich versuche jetzt mein Glück mit dem Auto. Oh Gott! Oh nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht umgeschaut. Da hätte ich mich vielleicht noch umschauen sollen. Aber ich würde sagen, für den Anfang war das wirklich sehr gut. Merkt euch die beiden Sachen. Schaut euch grundsätzlich immer um. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und hört immer schön, wo läuft jemand? Wo könnte jemand sein? Ist er unter mir, über mir, wie auch immer? Die Dinge wirken essentiell, aber sie werden einfach zu selten gemacht. Seid in den PUBG Viewer Games dabei. Die sind eigentlich immer donnerstags im Livestream. Und da holen wir uns grundsätzlich zusammen immer die Chicken Dinner. Eins nach dem anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.